Also, so, wer hat Frank? Verdächtigen Schritt für Schritt durch und kämpft Team und Alibis. Stelle und es riecht richtig nach Herbst hier. Ich finde es richtig schön. Es riecht halt irgendwie, als ob bald die Kälte kommt oder mindestens heute Abend die Kälte kommt. Wir haben es eben noch gestrichen. Und irgendwie ist es so, seit 1,5 Monaten bin ich in so einer Schwebesituation. Immer wieder neu. Und ich finde es so anstrengend. Ich wünsche mir so sehr, dass es bald mal aufhört. Also immer wieder geht es darum, wie weit ich mich abgrenzen muss, wie weit ich Grenzen stecken muss, sagen muss, nein, damit bin ich nicht in Ordnung, wie ich das gut kommunizieren kann. Ich finde es wirklich herausfordernd zurzeit und habe auch immer wieder den Eindruck, dass es keine so richtig richtige und keine so richtig falsche Antwort gibt. Dass ich trotzdem in alledem immer und immer wieder Fehler mache. Und immer wieder Leute ungehalten sind, angestrengt sind aufgrund meines Verhaltens. Und jetzt ist es heute erneut irgendwie aufgekommen. Ich dachte, man könnte das gleich und leicht klären. Das ist jetzt nicht der Fall. Eigentlich würde ich gerne mit meinen Eltern darüber sprechen. Aber die treffen sich halt mit meiner Omi. Und ich glaube, für meine Omi wäre das zu viel, wenn wir da jetzt sowas besprechen. Die tut sich schwer damit, wenn es uns Enkelinnen oder der Familie nicht so gut geht. Deshalb wollen wir sie damit nicht belasten. Aber ich glaube, ich fahre jetzt trotzdem zum Café, wo die sich treffen. Und verbringe einfach ein bisschen Zeit mit denen. Ich habe auch einiges zu tun, vor allen Dingen bis Dienstagvormittag, aber dann mache ich das einfach heute Abend irgendwie. Glücklicherweise ist da auch ein Termin ausgefallen, das heißt, ich habe ab jetzt frei und kann mich dann in Ruhe irgendwie um Sachen kümmern. Ich habe auch Abendbrot zu Hause, ein bisschen Zucchini und, was heißt bisschen, ich habe eine richtig große Zucchini noch übrig und Nudeln und Tomaten, die dringend aufgebraucht werden müssen, oder Zwiebeln. Und ich glaube, da mache ich mir irgendwie so eine Tomaten-Zucchini-Soße und esse da so Verfalle zu. Ja, ich habe auch schon richtig Hunger. Ich hoffe, im Café gibt es irgendwas Schleckiges. Draußen scheint immer noch die Sonne, trotz Herbst. Eigentlich hätte ich heute um 17 Uhr einen Termin gehabt, aber eine von uns dreien ist krank geworden. Und dann habe ich gesagt, dass es mir eigentlich ganz entgegenkommen würde, wenn wir heute den Termin auch nicht wahrnehmen. Und dann war ich noch im Café bei meiner Familie und wir haben auch tatsächlich noch ein bisschen über die aktuelle Situation gesprochen, die mich herausfordert.
weiß nicht mehr so richtig, wie ich gut damit umgehen kann, wenn ich ehrlich bin. Ich will ja nicht absichtsvoll irgendwem Ärger machen oder irgendwie Probleme erzeugen. Das ist ja nicht meine Absicht und ich sehe auch, dass ich mich selber mehr hätte kümmern können. Gleichzeitig wurden bei bestimmten Absprachen auch nicht nochmal Rücksprachen mit mir eingefordert. Zumindest nicht so richtig konkret. Letztlich ist auch eigentlich egal, was genau schiefgelaufen ist. Die Frage ist halt, wie kommen wir miteinander und mit der Situation gesund auf einen Nenner? Ich bin wirklich nicht okay und eigentlich will ich nicht schon wieder etwas unterschreiben, wo ich nicht hinterstehe. Und ich habe immer wieder den Eindruck, dass ich an diesen Punkt komme, dass ich irgendwie mich entweder nicht richtig gekümmert habe oder dass irgendwas anderes ist, wenn ich dann etwas vorgesetzt bekomme und ich nicht in Ordnung bin mit dem, was mir vorgesetzt wird und ich das innere Bedürfnis habe, Nein zu sagen und zu sagen, nein, das ist nicht, was meine Erwartungshaltung betroffen hat, das ist nicht, was ich erwartet habe, nein, das ist nicht das, was abgesprochen war. Und auch immer wieder so eine Situation, dass Leute mir sagen, dass es kein Zurück mehr gibt, dass es keine Option mehr gibt, irgendwie zurückzutreten von dieser Situation, obwohl ich sehr, sehr wohl die Möglichkeit dazu habe und mich dann die letzten Male immer wieder nicht dafür entschieden habe, davon zurückzutreten, außer in 2, 3 Fällen. Ich weiß auch nicht. Ich bin so anstrengend, dass diese Situation quasi immer und immer und immer wieder sich zu wiederholen scheint. Und ich tue mich schwer. Ich habe den Eindruck, ich muss irgendwie lernen, für mich einzustehen und gleichzeitig sind es oft Leute, denen ich persönlich da nichts Blödes will, die davon so Konsequenzen tragen müssen und dann bin ich hin und her gerissen, wie ich damit jetzt umgehen soll, ob ich das jetzt einfach schlucken soll und dann sagen so, okay, dann ist es jetzt so. Positiv war heute, dass ich zum Mittagessen quasi in dem Café, in dem wir uns getroffen haben, eine sehr leckere Ofenkartoffel essen konnte und darüber habe ich mich sehr gefreut. Es gab ein bisschen Salat als Beilage und irgendwie war das richtig schön. Es war ja jetzt erst um 16 Uhr. Deshalb habe ich jetzt auch noch keinen Hunger. Ich habe jetzt das Fenster aufgemacht, um hier frische Luft reinzulassen und überlege jetzt ein bisschen Game of Thrones zu lesen. Ich habe die Bücher schon mal gelesen. Ich meine auch alle, die es bisher gibt. Aber ich habe jetzt nochmal Bock, die ein bisschen intensiver zu lesen. Ich habe in 2 Tagen damit angefangen. Bin jetzt aber noch im Prolog. Und zurzeit werden mir ganz viele Reels von Game of Thrones, von der Serie, auf YouTube vorgeschlagen. Und die gucke ich dann irgendwie auch, weil ich es irgendwie interessant finde, das, was ich gelesen habe und was ich weiß, von der Serie jetzt irgendwie zu sehen. Ja, eigentlich müsste ich auch noch arbeiten. Und zurzeit muss ich irgendwie ständig arbeiten. Ich weiß auch nicht. Es ist einfach viel zu tun zurzeit. Ich komme einfach irgendwie gar nicht zur Ruhe. Privat komme ich nicht zur Ruhe. Mit den Sachen, die ich erledigen muss, komme ich nicht so richtig zur Ruhe. Mit der Arbeit komme ich absolut nicht zur Ruhe. Gestern Abend war ich aber mit Freunden bei einem Kumpel zum Geburtstag eingeladen. Der hat ein Krimi-Dinner veranstaltet. Und das hat so einen Spaß gemacht. Ich hatte auch einen ganz tollen Charakter, wie ich finde. Ich fand aber alle Charaktere irgendwie richtig cool und ich habe jetzt richtig Lust, das nochmal zu erleben. Vielleicht nicht demnächst gleich, aber generell hätte ich da auf jeden Fall nochmal Bock drauf. Dann bin ich ja die kommende, oder eigentlich, ja, die kommende Woche, bin ich ab Mittwoch bis Sonntag dann unterwegs. Dann ist ein bisschen Arbeiten. Dann ist ein bisschen Arbeiten, dann ist schon wieder ein Wochenende richtig dicht. Dann ist noch eine Woche und dann sind endlich Herbstferien. Ich kann nicht glauben, dass ich so kurz nach den Sommerferien schon wieder Bock auf Ferien habe. Und so kurz nach meinem Urlaub schon wieder das Gefühl habe, ich will Pause haben. Ich merke einfach, es ist viel, es ist einfach zu viel. Es
gibt irgendwie so wenig Sicherheiten zur Zeit. Und was mich richtig nervt an mir, ist, dass ich das nicht so gut hinbekomme, meine Sorgen dann und das, was mich bewegt, vor Gott zu bringen. Ich habe dann eher das Bedürfnis, mich abzulenken, mich nicht damit auseinanderzusetzen, mich einzukurbeln und die Augen zuzumachen. Ich wollte einfach noch mal ein bisschen quatschen, weil ich das Gefühl habe, dass ich euch zwar zeige, was ich so mache, und dass ich aber euch nicht so richtig erzähle, wie ich mich dabei fühle und so. Und ich glaube, es sieht auch immer alles so einfach aus, wenn ich in der Realität einfach so krasse Hochs und Tiefs hier durchmache. Das habe ich noch nie erlebt. Und ich muss sagen, meine zweite Uniwoche war mega toll. Und ich habe so krass gemerkt, ich glaube, ich will hier sein, ich muss hier sein. Und natürlich ist es nicht alles easy peasy, wenn man wo gerade neu hingeht und niemanden kennt. Ich glaube, ich lerne langsam so wertzuschätzen, dass das so ein krasses Privileg ist, dass ich jetzt hier bin und dass ich das hier machen kann. Meine Mitbewohnerin hat von ihrem Meeting heute Kuchen mitgebracht. Ein bisschen ist das meine Rettung, weil ich wirklich zurzeit nicht so viel Geld ausgeben möchte und Nahrungsmittel einfach wirklich viel Geld kosten. Jetzt habe ich ein paar Tomätchen gegessen und werde jetzt diesen Butterkuchen verspeisen. Ich habe mich heute mit einem Bekannten getroffen. Ursprünglich wollten wir in ein Café gehen, das direkt gegenüber meiner Wohnung ist. Aber die Preise da sind ganz schön gesalzen. Und dann habe ich gesagt, lass uns doch jeder irgendwie... Oder eigentlich habe ich gesagt, dass ich für mich einen Tee kochen werde und wir uns dann einfach vor der Kirche treffen können, hier in der Innenstadt. Und dann hat er sich auch einen Tee gemacht. Und dann haben wir beide mit unseren Tees da gesessen. Und es war ein richtig cooles Gespräch, weil ich auch ein paar kritischere Fragen hatte und total super fand, dass wir da aber gut drüber sprechen konnten und es ein total angenehmes Gespräch war. Und der Bekannte auch offen dafür wirkte, dass ich ein paar Anfragen an ein paar Sachen habe und ich am Ende den Eindruck hatte, es ist eigentlich ein ganz produktives Gespräch gewesen. Also nicht produktiv im Sinne von ein konstruktives Gespräch, das wollte ich sagen. Ein super konstruktives Gespräch. Jetzt war ich eben noch nebenan in der Buchhandlung und habe eine Fahrradkarte von Schleswig-Holstein gekauft, weil wir bei einer Veranstaltung bei meinem Arbeitgeber eine Karte aufhängen wollen, wo Leute anpinnen können, wo sie herkommen, um so ein bisschen... Ja, einfach eine kleine, lockere, interaktive Sache da einzubinden. Ich muss sagen, derzeit bin ich wirklich gestresst. Ich hatte jetzt heute nochmal ein Gespräch, das auch gut verlaufen ist, in Bezug auf eine Sache, die mich ein bisschen herausfordert, wo ich mich schwer tue, den richtigen Grat zu finden zwischen Grenzen setzen, für mich selber einstehen, hinnehmen, auch dass ich nicht so gut gehandelt habe an einem oder zwei Punkten und mich schneller um Sachen und um Rückmeldungen hätte bemühen müssen. Ja, das Gespräch war ganz gut, aber das Ganze wird sich jetzt halt nochmal ziehen, weil ich jetzt weg bin und die andere Person, mit der ich telefoniert habe, wird jetzt auch in derselben Zeit weg sein. Das heißt, das ganze Thema dauert jetzt einfach noch. Und das ist die eine Sache. Dann fahre ich ja jetzt weg auf Lager mit den Fadis. Und da habe ich zusammen mit meiner Schwester die Verantwortung für die geistlichen Inhalte übernommen. Das sind im Wesentlichen an 3 Tagen 3 Einheiten. Und an jeder dieser Einheiten bin ich beteiligt, und zwar auch maßgeblich mit dran beteiligt. Das ist eine Menge Arbeit und ich habe gerade mal einen Teil davon fertig mit Laufzettel. Zu jedem dieser Teile noch so ein Zettel für eine intensivere Zeit, entweder alleine oder mit einer Gruppe zusammen. Und es stresst mich. Morgen wollen wir über die Predigt am Sonntag sprechen. Da habe ich genau so viel schon für gemacht.
Das ist richtig prima. Das muss ich heute Abend jetzt machen. Und darüber hinaus ist meine finanzielle Situation gerade wirklich prekär. Ich kann es nicht anders sagen. Also mein Konto ist gerade im zweistelligen Bereich. Ich hatte da eben noch ein bisschen mehr als 22 Euro drauf. Jetzt habe ich ja diese Karte gekauft. Die kostet hier 12 Euro und damit habe ich noch genau 10 Euro auf dem Konto. Und mein nächstes Gehalt kommt Ende nächsten Monats. Und das stresst mich ein bisschen. Ich finde es irgendwie auch ein bisschen abenteuerlich und es erinnert mich an die Podcasts, die ich eine Zeit lang gehört habe von Musikern wie Materia oder Casper, die sich dann darüber unterhalten haben, wie viel bzw. wenig Geld sie eine ganze Weile lang hatten und wie sie sich dann nur so von Toast und Ketchup ernährt haben. Und irgendwo finde ich es auch spannend, mal so eine Phase im eigenen Leben zu haben. Ich hatte ja schon mal eine Phase, als ich noch studiert habe, in der ich nicht so viel Geld hatte, aber es war nie so schlimm wie jetzt gerade. Und der Grund dafür, dass es jetzt gerade so schwierig ist, ist, dass ich einfach meinen Anhängerführerschein jetzt auch noch zahle und der frisst und frisst und frisst an Geld. Also es sind ja wirklich immer Hunderterbeträge in den Rechnungen und jetzt habe ich heute nochmal eine Rechnung von über 300 Euro bekommen und ich weiß einfach nicht, wie ich die 300 Euro plus da finanzieren soll. Aber eine Sache, an die ich gerade gedacht habe, die mir heute aufgefallen ist, als meine Mitbewohnerin mich um meinen Anteil für den Rundfunkbeitrag gebeten hat, ist, dass ich seit fast 2 Jahren einen Rundfunkbeitrag zahle, obwohl ich immer in Wohngemeinschaften gelebt habe. Also zuletzt habe ich ja bei meinen Eltern gelebt, jetzt lebe ich in einer neuen Wohnsituation, in einer WG, wo wir uns den Rundfunkbeitrag teilen finanziell. Aber ich habe die ganze Zeit über voll gezahlt. Und da überlege ich jetzt, oder beziehungsweise fest überlegen, da habe ich mir jetzt fest vorgenommen, spätestens morgen oder im Laufe dieser Woche mich dort mal zu melden und darum zu bitten, dass eine Rückerstattung veranlasst wird. Ich habe das heute mal versucht zu recherchieren, inwieweit das möglich ist und vor allen Dingen für was für einen Zeitraum und hatte den Eindruck von dem, was ich flüchtig gelesen hatte, dass da was möglich ist und setze jetzt einigermaßen viel Hoffnung darauf, dass ich die Beiträge für diese letzten 2 Jahre irgendwie zurückbekomme. Das wäre sehr, sehr hilfreich. Was ich jetzt auch merke, ist, wie anders ich über Finanzen und Ressourcen nachdenke. Beispiel, diese Zucchini, das war ja so ein Oschi, kommt mir gerade so, so gelegen und auch so ein paar Reste an Nudeln etc., von denen ich mich jetzt gerade ernähre. Das tut so gut. Und ich friere das jetzt alles ein. A, weil ich ohnehin nicht gerne Essen verschwende. Aber B, auch, weil das jetzt so meine Lifeline ist, diese Sachen. Und ich freue mich jetzt auch, dass ich zum Beispiel 4 Tage am Stück dadurch versorgt bin, dass ich einen Teilnahmebeitrag gezahlt habe vor einigen Monaten von knapp 80 Euro. Und da ja dann Vollkost und Logis drin sind und ich dann quasi die nächsten Tage, also mir überhaupt keine Gedanken darüber machen muss, wovon ich die nächsten Tage mich ernähren soll, sondern es ist alles schön fertig geplant und ein bisschen habe ich auch die Hoffnung, das ist bisher eigentlich immer so gewesen, dass nach dem Lager noch einiges übrig bleibt an Lebensmitteln und ich mich da ein bisschen eindecken kann. Der Punkt, der mich so ein bisschen unter Druck setzt, ist, dass ich diese 300 Euro nach Rechnungsdatum vor dem 6.10. bezahlen muss. Und natürlich vor der Prüfung muss das bezahlt werden, denn sonst kann ich nicht an der Prüfung teilnehmen, das ist ja klar.
Meine Hoffnung ist, dass ich dieses Mal meine Anhängerfahrprüfung wirklich beim allerersten Mal bestehe. Denn sonst sieht es für mich finanziell wirklich, wirklich mies aus. Und es ist irgendwie nicht leicht, das zuzugeben. Es ist irgendwie nicht leicht zuzugeben, dass man finanziell gerade nicht so gut dasteht. Also was ich kann, ist um Hilfe bitten und ich kann auch um einen geliehenen Betrag bitten, weil ich ja weiß, dass ich zuverlässig bin und das zurückzahle. Das hatte ich vor einiger Zeit, da ging es mir mit einer anderen Rechnung ähnlich. Da brauchte ich, was waren das, 150 Euro für eine Fahrschulrechnung, mein Gehalt war noch nicht da. Also habe ich einen guten Freund gebeten, mir die vorzuschießen und als ich das Geld dann hatte, habe ich das dann zurückgegeben. Das war, glaube ich, eine Woche später oder so. Und das war so eine angenehme Erfahrung, weil dieser Kumpel auch so entspannt und offen und freigebig und großzügig war. Er hat gesagt, Mello, gar kein Problem, gib mir einfach deine PayPal-Verbindung, ich schicke dir das rüber. Mach dir auch mit der Rückzahlung jetzt keinen Stress, mach das ganz in Ruhe und wenn du mehr brauchst, meldest du dich. Und es hat mir selber so gut getan, dass ich dann, ich habe das Geld dann bekommen und dann habe ich das überwiesen an die Fahrschule und dann habe ich wirklich nur eine Woche oder anderthalb später, glaube ich, Geld gehabt und habe dann direkt das zurückgezahlt. Und ich weiß ja, dass ich verlässlich bin, dass ich das mache. Und jetzt ist es trotzdem, also irgendwie war es einfach angenehm, so eine Erfahrung zu machen, jemanden zu haben, der genauso großzügig ist, wie ich das gerne für andere bin und wäre. Also immer mal wieder hatte ich auch Freunde in meinem Leben, denen es finanziell dann nicht so gut ging, wo zum Beispiel die Bürokratie des Staates einfach nicht so gut gearbeitet hat. Gerade wenn es um so Sachen wie BAföG geht oder Arbeitslosengeld oder wie das heißt. Es dauert und dauert, bis diese Anträge durchgehen. Ich habe immer mal wieder meinen Freunden angeboten, hey, ich habe das Geld, sagt Bescheid, ich leihe euch das. Und habe das dann auch gemacht und fand das für mich so angenehm und habe mich gefreut, jetzt in meinem Umfeld auch jemanden zu haben, der das für mich tut. Das fand ich so schön, so eine schöne Erfahrung. Gucken, wie ich das löse.